Halbfinaltag 2 der Soccercoin EM 2024. Willkommen zurück im Studio. Experte Fabian hat sich geschworen, den Schal Österreich nicht mehr abzulegen, solange Österreich nicht ausgeschieden ist. Bedeutet, am Finaltag werden wir dich ebenfalls im Österreich-Schal sehen. Ja. Ich begrüße es sehr. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an euch beide, dass ihr wieder bei mir im Studio seid. Was erwartet uns am zweiten Halbfinalspieltag? Ja, Dänemark hat sich gegen Spanien durchgesetzt, gegen einen Hauptfavoriten. Ja, sagen wir mal so. Ausgeschalten, als wären sie nie Favorit gewesen in Wahrheit. Richtig. Könnten sie theoretisch gegen Portugal so weiterführen? Kommt Dänemark in ein Finale? Mhm. Könnte sein, wenn sie so spielen wie gegen Spanien. Ich bleibe bei meiner These, wenn ich dich unterbrechen darf. Schalten sie den großen Bruder aus? Müssten sie den kleinen Bruder auch ausschalten können? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Finale der EM 2024 Österreich gegen Dänemark laufen wird. Dass ein überraschender Favorit oder ein überraschender Geheimfavorit im Finale ist genug. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, die Portugiesen werden das hier heute machen. Tatsächlich gebe ich dir an dieser Stelle auch recht. Und mir reicht auch der eine Geheimfavorit mit Österreich schon im Finale. Aber würdest du, du bist ja sehr biased, würdest du lieber Portugal im Finale sehen, durch die rot-weiß-rote Brille oder Dänemark? Aufgrund der Attraktivität des Spiels möchte ich definitiv eine Portugal im Finale haben, weil ich denke, dass danach der Offensivfußball mehr präferiert wird. Wenn du zwei Mannschaften, die beide in Wahrheit nur Geheimfavorit sind, Dänemark und Österreich hast, ist eine deskonstruktive Spielweise fast vorprogrammiert, würde ich meinen. Aber auf der anderen Seite wäre Dänemark sicherlich der einfachere Gegner. Abseits davon, wer auch immer jetzt dann gegen Österreich im Finale spielen wird, heute haben wir die zwei Offensiv-Stars der EM gegeneinander zu spielen. Højlund auf Dänemark-Seite, Ronaldo auf Portugal-Seite. Ronaldo braucht einen Treffer, um Højlund einzuholen. Mhm. Der ist jetzt ein Treffer hinter ihm. Højlund hat schon fünf. Mhm. Und dann sehen wir, wer heute ausscheidet. Wird es Dänemark werden? Könnte Højlund mit fünf Treffern eventuell Sieger werden? Mhm. Oder schießt Ronaldo heute zwei Tore, dann ist er sowieso vorne. Eine Entscheidung werden wir wahrscheinlich im Duell um die Torschützenkrone heute Gott sei Dank noch nicht sehen. Aber ein spannendes Duell. Und wir finden jetzt heraus, wer Österreich im Finale gegenüberstehen wird. Auf geht's! Wer wird der Gegner? Der Österreicher. Im Finale wird es Dänemark oder doch Portugal. Wir sind gespannt. Die Portugiesen zählen ja zu den Mitfavoriten auf diesen Titel. Die letzte verbliebene Mannschaft, die als Favorit zum Titel zählt, müssten gegen ein sehr konstantes Dänemark hier im Halbfinale ran. Schauen wir mal, ob es Dänemark dieses Mal schafft, hier in ein Finale einziehen zu können. Oder bleibt Portugal der Favoritenrolle treu. Los geht's. Die erste Gelegenheit gehört den Dänen von Eriksen und Costa kann den parieren. Leao kommt in der 23. Minute zum ersten Mal auf Schmeichel zu. Der wird aber nur leicht geprüft hier mit diesem Schuss. Dann wieder Wind bei den Dänen, kommt da klasse vorbei an der Defensive und Costa passt im Tor der Portugiesen hier auf. Dann gleich die Ecke von Dänemark. Zuerst geklärt hier, dann kommt nochmal Eriksen mit der Flanke auf Højlund. Und der hat hier die Chance auf seinen sechsten Treffer bei dieser Europameisterschaft. Dann aber Bernardo Silva auf der anderen Seite für die Portugiesen mit der Chance aufs 1:0. Die zweite Gelegenheit erst von Portugal offensiv. Noch nicht so viel gekommen in der ersten Hälfte. Dann gab es noch den Freistoß von Eriksen, den kann aber Costa ohne Probleme halten. Das war's mit der ersten Hälfte. Hier in diesem Spiel zwischen den zwei Topscorern bei dieser Europameisterschaft, Rasmus Højlund und Cristiano Ronaldo, beide noch nicht getroffen in diesem Spiel. Højlund hingegen hatte schon seine Chance. In der zweiten Hälfte kommt Portugal dann endlich besser mit Offensivaktionen. In der 48. Minute Vitinha
mit dem Abschluss, der aber neben das Tor. Dann kommt Nuno Mendes, der nimmt den Ball hier direkt ab. Was für ein klasse Tor, 1:0 für Portugal. Nuno Mendes mit dem Volley hier nach dieser Weltklasse-Flanke. Hier nochmal in der Wiederholung zu sehen, Bernardo Silva mit der Weltklasse-Hereingabe. Und Nuno Mendes nimmt den direkt. Und keine Chance mehr für Schmeichel da noch was zu halten. Er war noch knapp dran, aber der Ball war einfach zu platziert ins Tor geschossen. Dann der Riesenfehler von Dänemark. Cristiano Ronaldo holt sich den, rennt alleine auf Schmeichel zu und schließt ab. Und was für ein Traumtor von Ronaldo. 2:0 Portugal. Und jetzt zieht Cristiano Ronaldo gleich mit Rasmus Højlund. In der Torschützenliste sind jetzt beide bei 5 Treffern. Kann Ronaldo hier sich doch noch mit 39 einen Torschützenkönig bei einer Europameisterschaft holen. Wir sind gespannt. Einen Treffer würde er noch benötigen. In der 72. Minute die Dänen nochmal mit Højbjerg. Wird zuerst mal abgeblockt, die Flanke, und dann probiert er es einfach selber. Aber Costa hält die Null für die Portugiesen. Dann wieder Portugal, Ronaldo auf Bernardo Silva. In der 91. Minute aber Schmeichel pariert ihn. Dann noch eine Chance von Leao und dann pfeift der Schiedsrichter diese Partie ab. Dänemark keinen Treffer mehr erzielt. Ronaldo jetzt mit den Toren auf dem gleichen Stand wie Højlund von Dänemark. Der kann keinen Treffer mehr erzielen. Ronaldo bekommt noch die Chance im Finale auf seinen letzten Treffer, um hier Torschützenkönig zu werden. Dieses Spiel im Finale geht aber gegen einen Weltklasse Österreich. Wir sind gespannt, wer hier sich den Titel schnappen kann. Österreich oder Portugal. Der Gegner von Österreich steht fest. Ronaldo trifft. Fabian, ich muss leider wieder in deine Richtung schauen. Was sagst du dazu? Ja, Ronaldo hat die Mentalität bewiesen, ja. Hat sich durchgesetzt gegen die Dänen, so wie es eigentlich zu erwarten war. Je später wir ins Turnier kommen, desto wichtiger wird die Erfahrung dieses Ausnahmespielers, auch wenn er mittlerweile nicht mehr 29, sondern schon 39 ist. Mhm. Und ich muss aber auch sagen, das Tor des Ronaldos war nicht das, über das wir hier reden sollten. Das war weder das erste, es hat nicht den Unterschied gemacht, sondern ein anderes außergewöhnliches Spiel wird diese EM vielleicht sogar komplett überstrahlen. Mendes, Marcel? Herausragendes Tor, die Flanke von rechts rein, die direkte Abnahme mit dem Volley ins Tor, keine Chance für den dänischen Torhüter für Schmeichel. Weltklasse. Geniales Tor, mehr kann man da nicht sagen. Portugal verdient im Finale? Ja. Aufgrund dieses Tores, wenn wir uns die Statistiken anschauen, sieht man eigentlich nur Chancen für Dänemark. Richtig, aber Portugal hat es auch gut defensiv gemeistert. Kein Tor. Der andere Altmeister hinten mit der Verteidigung, Pepe. Beim 2:0 kann es nicht nur Chancen für Dänemark gegeben haben. Es ist kein Chancenspiel, im Endeffekt geht es um Tore. Und die hat die mental stärkere Mannschaft hier heute erzielt. Bedeutet, uns erwartet im Finale ein Offensivfeuerwerk? Ich hoffe, uns erwartet im Finale ein 1:0 für Österreich. Mit diesem Schlusswort beenden wir den Halbfinaltag und freuen uns auf ein spannendes Finale der SoccerCoin EM 2024.